Es gibt Hersteller, die haben, als sie E-Bikes gebaut haben, auf einmal Probleme gekriegt, weil sie nämlich die normale Rahmen genommen haben, ein normales Fahrrad, und haben dann da einen Motor anfangs neu gebaut. Das ist so etwa 10 Jahre her. Da sind die Rahmen auf einmal gebrochen. Das könnte man, ja, also übrigens, die Motoren waren damals Radnabenmotoren, weil das ging am einfachsten. Vorderradmotor, Hinterradmotor, sind die eingebaut worden. Wunderbar, ne? Das sind immer ganz leicht gelaufen, war auf einmal E-Bike. Und dann brachen die Rahmen. Und man hat dann analysiert, gemacht, an was liegt das jetzt eigentlich? Sind die eingeleitete Kräfte vom Motor vielleicht schuld oder was weiß ich? Und dann kam man auf Folgendes. Mit einem E-Bike wird mehr gefahren, schneller von schwereren Leuten. Diese drei Faktoren sind es. Also Fahrradfahrer hat so manchen abgeschreckt, wenn es die Berge hochging, und er hat einfach von sich aus mehr Gewicht gehabt. Dann hat er gesagt, ich brauche mir nicht, dann müsste er absteigen, andere sind weitergefahren, das war frustrierend, irgendwie hat man es sein lassen. Und mit dem E-Bike ging das dann auf einmal. Ja, man ist mühelos fast jeden Berg hochgefahren, und wenn man dann schon mal hochfährt, kommen auch runterfahren und das Gewicht und die ganze Masse und alles. Und dann sind die Rahmen gebrochen, die Bremse war zu schwach und. Und dann gab es so in den letzten 5 Jahren eine rasante Entwicklung, wo man immer mehr darauf geachtet hat, dass die Bremse besser werde. Stärkere Motoren hat Bosch immer geliefert. Da musste man dann halt gucken, ne, dass dann das entsprechende Material im Fahrrad drin war. Die Bereifungen, Laufräder musste stärker werden, die Rahmen musste stärker werden. Und dann kamen auf einmal aus ihrer Höhle die XXL-Leute, die auf einmal 120 Kilo haben. 130. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist die Stunde für uns geschlagen. Wir wollen wieder zurück in die Bewegung, uns aufs Pferd schwingen und auch reiten. Ja, und dann gab es dann auf einmal Einschränkungen, weil nämlich die normalen Fahrräder nach DIN waren immer 120 Kilo geprüft. Man hat sich dann so auf 140 Kilo hingearbeitet, weil die Bremse besser wurden. Aber bei 160 Kilo sind dann Tests eingeführt worden. Da werden dann Fahrräder genommen und werden dann in den Prüfstand gegeben und so lang gerüttelt und geschüttelt und simuliert Fahrstrecke beim bestimmten Gewicht, bis man dann sagen kann, jawohl, das Rad hat jetzt kalte oder der Rahmen ist gebrochen, die Gabel ist gebrochen und solche Sachen. So, das heißt, ein Rad als XXL-Rad zu bezeichnen, das 160 Kilo zulässiges Gesamtgewicht hat, muss eine Prüfung durchlaufen haben und die ist nicht billig. Und so Hersteller habe dann da entweder einen hohen finanziellen Aufwand oder sie schaffen es auch technisch nicht, weil die Rahmen einfach nicht dafür ausgelegt sind. Aus dem Grund bleibe die schön in der normalen Konfektion, ne, ganz normale Fahrräder, E-Bikes. Und die XXL-Räder, die sind dann, wenn man sieht, ja, eher noch exotische Erscheinungen. Ich habe mich darauf ein bisschen spezialisiert, das sage ich nachher dann im Vortrag, auf was man da dann achten tut und welche Möglichkeiten wir haben. Weil XXL-Räder werden oft als Herrenrad angeboten, da kommen manche da nicht drüber, weniger als Damenrad, aber ob die dann als Damenrad wirklich geeignet sind, das stellen wir dann einmal in Frage. Weil da gibt es sehr negative Beispiele, wie so Dinger dann brechen.